Und Ziel? Ach fuck. Was ist da? Ich will da rauf. Ha! Komm, da kann man doch rein, oder? Da hinten ist irgendwas. Lass mich rauf! Ha! Ach komm, gibt's doch nicht. Nee, da kann man nicht rauf, das ist eine unsichtbare Wand. Nee, das ist eine unsichtbare Wand. Da muss man aber wahrscheinlich am Schluss irgendwie durch. Ach so, da ist dann der Ausgang auch. Okay. Ach, fuck. Ich bin langsam schon so ein bisschen durch, ne? Leicht gar und so. So. Bisschen würfeln. Ach, wahrscheinlich durchs Portal, oder? What? Mittendrin fällt einfach mal raus. So nicht, mein Freund. Habe ich jetzt davon? Ja, nee, nicht so wirklich. Da muss ich dann ganz zum Schluss hin. Oder so. Warte mal, da gibt es ja sonst nichts, wo man irgendwie lang kann. Wie kommt man dann hier raus? Oder muss man mit dem Würfel das, hier, Felddingens und so deaktivieren? Das sieht aber nicht danach aus. Irgendwie. Ja, hier mit Peter, mit dem Ding dahin. Jesus, Peter, was auch immer. Falls sich irgendjemand fragt, warum ich dem jetzt irgendeinen Namen gebe, ich bin einfach sehr durch schon. Mit sehr durch meine ich bis zum geht nicht mehr. Also da muss dann wahrscheinlich der Würfel rauf. Nee, da wird's umgekehrt. Okay. Kann ich da... Ja, kann ich, okay. Gut. Ach, nee, da... Aber hier muss ich ja sowieso nicht hin, erstmal. Wieder zurück. Komm, 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 komm. Ach. Kann ich da vielleicht irgendwie rauf? So. Kann ich dann... Ach, verdammt. Nein.
Was war das? Hört auf einmal einfach diese Wurst auf Wurst zu sein. Okay, Wurst ist sie nicht, aber Wurst. Aber sagen, dass selber ist, aber. Ja. Man weiß ja, was ich meine, denke ich mal. Das ist ja beinahe schwer. Nicht nur beinahe. Der trägt mich sogar rauf. Oh Gott. Was für ein grausamer Würfel. Das ist nicht so schön. Ach. Okay. Okay, das erklärt so einiges. Yep. Na, geht so ein bisschen einfacher. Warte mal, ich muss jetzt irgendwie darüber, ohne. Ach fuck. Der ist ja schon jetzt umgedreht. Genau. Ein bisschen in die Hose. Wie bekomme ich den denn da runter? Das ist hier die Frage. Wie bekomme ich den da runter? Ich müsste, wie gesagt, darauf, aber. Ne, ist halt so ein bisschen nicht ganz möglich gerade. Nein! So knapp. Hä? Ne, das wollte ich nicht. So, ich fange jetzt einfach aus der Luft. Einfach. Einfach, hat er gesagt. Oh. Oh ja, oh, oh, oh. Na, geil. Ja. Ja. Ist das geglitscht oder? Ich weiß es nicht. Aber es war auch egal. Ich sag's ganz ehrlich, es ist mir mittlerweile sowas von egal. Es geht mir gar nicht mehr egaler. Also es geht gar nicht mehr egaler und so. Fällt er jetzt eigentlich runter? Ich hoffe nicht. Nee, also so ist er leichter. Das ist schön zu wissen. Das ist irgendwie beruhigend. Ach, ich und mein Kumpel. Seite an Seite schweben wir hier durch.
So, und jetzt? Ach, ich weiß schon. Ich weiß schon. Nein, nein, nein. So nicht. Da. Und hier ist so, dann eben so. Und dann... Nee? Okay. Dann eben so. Auch gut. Hier ist sowas, denke ich, und dann... Dann so... Ich muss jetzt dahin. Wo sind die, da ist der Würfel, okay. Das heißt... Dann, warte mal, ich muss nochmal kurz nachschauen. Bevor ich hier wieder alles von vorne machen muss. Das Ganze, okay. Also ich kann es jetzt sonst auch noch justieren. Das ist jetzt nicht die Tragik. Er kann von mir aus sonst wohin. Huh. Kann auch mal vorbei. Und? Und? Das war... Oh, fertig! Nach einer Stunde und einer Viertelstunde. Also von mir bekommst du eine positive Bewertung. Flipflop von Lane. Geile Map-Ersteller. Für mich ein bisschen kompliziert. Na. Aber ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So. Jetzt, mittlerweile um 2 Uhr früh, wow. Werde ich mir auch eine Portal-Auszeit wieder gönnen. Und ich hoffe, euch hat diese Map und dieses Rumgeirre von mir, und teilweise befürchte ich auch Rumgeglitsche, gefallen. Könntest du einen Daumen hoch und so, bla bla, kennt man ja von YouTube. Ebenso wie ich einen Daumen hoch, also wenn ihr der Map einen Daumen hoch geben wollt, dann gebt meinen... Wieder einen Daumen hoch, dann gebe ich den Daumen hoch von euch für diese Map weiter oder so, keine Ahnung. Es waren jetzt 4 Kammern. Wow. Also, wirklich Respekt an den Map-Ersteller. Dass der so Gravity-Schwachsinn-Ding gemacht hat. Das, kann ich nur sagen, wow. Würde ich wahrscheinlich so schnell nicht zusammenbekommen. Muss ich mal schauen, wie viel Megabyte die Map hat. Oh. Ja gut, wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr Daumen hoch geben, auch kommentieren, was euch besonders gefallen hat. Wahrscheinlich mal verzweifeln oder so, oder meine Rumgeglitsche. Also vor allem an der Stelle, in der letzten Kammer jetzt, wo ich den Würfel dann so nach vorne gefangen und wieder aufgefangen habe, befürchte ich sehr stark, dass das rumgeglitscht war. Aber gut, es ist möglich. In Portal 2 geht es darum, nur irgendwie durch die Kammer zu kommen mit allem, was möglich ist. Und ja. Ich verabschiede mich jetzt einfach mal und schalte mein Hirn jetzt vollkommen aus. Das ist, sonst, das läuft heiß, das ist, ja. Also demnach, bevor ich nicht mehr sprechen kann, ciao und einen schönen Abend noch und viel Spaß mit der Tech-It-Folge dann. Ja, bis zum nächsten Mal.